Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Bei 8 Grad in Unterwäsche vor der Kamera zu posieren, allerdings eine eindeutig schräge Sache. Willkommen in Frankenhausen, Ortsteil von Mühltal, Vorderer Odenwald. Traumhafte Gegend, auch im trüben November, 750 Einwohner. Einer von ihnen, Jürgen Schmidt, Hobbyhistoriker. Er führt uns zu Orten im Dorf, an denen er Veränderungen dokumentieren kann. Mit gesammelten Fotos, alte Ansichten von Frankenhausen. Wenn man die mit heute vergleicht, fällt auf, der Ort hat sich seit den 50er Jahren massiv gewandelt. Damals gab es hier nur Bauern. Jeder wusste vom anderen genau, was er macht und wie er arbeitet. Heutzutage, da arbeiten die Leute außerhalb. Es gibt ganz wenige Arbeitgeber hier. Und ja, die müssen dann mit dem Bus oder mit dem Auto nach Darmstadt fahren oder sonst wo und da ihre Arbeit verrichten. Nichtsdestotrotz gibt es in Frankenhausen trotzdem guten Zusammenhalt. Wird auch deutlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die ist mit allen Einheiten angerückt, um einen Höhepunkt des Jahres vorzubereiten. Werkzeug fassen und zum Aufbau vor. Das Halloween-Fest heute. Dafür wird die Feuerwehrgerätehalle gruselig geschmückt. Bevor abends die Erwachsenen Gas geben, dürfen die Kinder nachmittags feiern. Auffällig, es gibt einen enorm hohen Frauenanteil bei der Feuerwehr, insgesamt 30%. In der Jugendabteilung sind es bei 14 Aktiven sogar 12 Mädchen. War irgendwie schon immer so, und wenn wir nicht gefragt hätten, wäre das dem Jugendfeuerwehrwart wahrscheinlich gar nicht so schrecklich aufgefallen. So eine schöne Sache. Es gibt eigentlich auch gar keinen Unterschied. Die machen, tragen genauso Atemschutz, die haben genauso den LKW-Führerschein. Also die machen alles, was an jeder Ebene Feuerwehr zu tun hat. Ich wollte gerade fragen, löschen Frauen anders? Nee, nein, nein. Ja. Bei dem hocherotischen Fotoshooting steht das nächste männliche Fastnacktmodell vor der Kamera. Kernig, maskulin, einfach schweinegeil. Anderswo im Ort steht man gerne an. Zugegeben, eine gestellte Situation, die Warteschlange vor der Bäckerei im Ort ist nicht immer so lang. Damit soll aber gezeigt werden, dass der ganze Ort sich verpflichtet hat, hier einzukaufen. Der einzigen Einkaufsmöglichkeit im Umkreis von 5 Kilometern drohte vor kurzem das Aus. Der alte Backofen hatte den Geist aufgegeben, hätte teuer repariert werden müssen. Bäckermeister Demler wollte darum das Geschäft eigentlich ganz schließen, aber dann kamen die Frankenhäuser mit ihrem Einkaufsversprechen, wenn er dranbleibt. Also das geht nicht, Sie müssen unbedingt weitermachen, wir brauchen dich. Ja. Und dann auch noch meine Frau, meine Tochter, mein Schwiegersohn, ja. Da war so, nee, du machst weiter, gell. Ja. Und ich war wirklich am Boden zerstört. Was sagt denn sowas über die Ortsgemeinschaft aus? Das ist ein guter Zusammenhalt. Ja. Ich bin froh, dass ich hier geboren bin. Ja. Ja. Die Brotreste werden auch noch sinnvoll im Dorf genutzt, zumindest von Klaus Merz und seinem Sohn. Die beiden haben eines der größten Dammwildgehege in Hessen. Genau 103 Tiere tummeln sich hier und die sind für ihre Verhältnisse relativ zahm, was den regelmäßigen Abschuss einzelner Tiere übrigens erleichtert. Immerhin sollen die ja mal als Rehrücken oder Hirschgulasch enden. Momentan ist Brunftzeit, theoretisch nur ein Brunftröhren vernehmen wir nicht. Eigentlich schade, deswegen mal nachfragen. Wie klingt ein Hirsch, der einen Brunftschrei loslässt? Wie wird das klingen ungefähr? Wie ein Rülpsen. Wie wenn du rülpst. So klingt der Brunftschrei? Ja, so in dieser Richtung. Mach. Ich kann das nicht. Ja, so ähnlich. Perfekt. Wir danken dem Beleuchter Bernd M. für den Einsatz. Aus verständlichen Gründen möchte der Kollege aber nicht erkannt werden. Kein Problem damit, erkannt zu werden, hat er. Beim Fotoshooting versucht er, seine Blöße lediglich mit der Fahne eines schwäbischen Fußball-Zweitligisten zu verhüllen. Ein Hauch von nichts, gemessen an der stattlichen Figur des Models. Sehr schön, so schön, wie es sein kann. Frankenhausen steht auch für erfolgreiche Integration, denn hier gibt es den Birkenthaler Hof. Hier leben 50 Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Wenn die sich nicht gerade im Bastelraum kreativ austoben, sind viele der Bewohner im Dorfleben integriert, in Vereinen zum Beispiel. 1971 wurde die Einrichtung gegründet, Ablehnung durch den Ort gab es nie. Ich würde mal sagen, dass die Toleranz der Mitbürger hier aus Frankenhausen ist eigentlich sehr hoch. Wir hatten schon Bewohner, die jetzt, wo
es nicht so ganz einfach waren, die teilweise ein sehr auffälliges Verhalten auch gezeigt haben, war die Toleranz schon sehr groß. Eine gewisse Toleranz braucht es auch, um das Vorhaben der Männer vom Motorradclub zu verstehen. Unter den wohlwollenden Blicken der Frauen des Dorfes lassen sich die Männer in sexy Posen ablichten. Nicht zum ersten Mal, vor 4 Jahren haben sie das schon mal gemacht, um einen erotischen Kalender zu bebildern. Der fand reißenden Absatz erwartet man auch von der Neuauflage. Kein Wunder bei so viel geballter männlicher Lebenslust. Wie haben denn eure Frauen darauf reagiert, als ihr davon erzählt habt? Wir haben gesagt, ich soll nicht ganz vorne stehen. Frankenhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Dolles Sexydorf am Rande des Odenwaldes.